Eine Einführung zur Baureihe 423 und das auf der Schnellfahrstrecke München-Augsburg. Willkommen beim Lokführertraining hier in München-Pasing. Heute lernen Sie, diesen BR-423 Elektrotriebzug in der verkehrsroten DB-Lackierung zu fahren. Das klingt doch gut. Diese kurze Einführung beschäftigt sich mit den wichtigen Fahrsteuerungen und Fahrgastaufgaben. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Alles klar. Dann steigen wir direkt mal ein in den Zug und legen gleich mit der Arbeit los. Türe öffnen. Interaktive Elemente. Während dieses Trainings sind einige interaktive Elemente gesperrt. Ja, liegt daran, dass es ein Tutorial wird. So, Tür auf. Müssen wir auch schon aufpassen, dass wir dem Passagier nicht die Tür an den Kopf knallen. Und dann wieder Tür schließen. Gehen Sie auf den Lokführersitzplatz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Alles klar. Einmal hinsetzen und los geht's gleich. Fügen Sie den Richtungswender ein, um das Hauptpult zu aktivieren. Der Richtungswender wird verwendet, um die Fahrtrichtung zu bestimmen. Auf Vorwärtsstellung. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten, und entriegeln Sie dann die Türen. Gut, einmal kurz nach draußen geguckt und mit der Tab-Taste können wir dann hier auch gleich die Türen öffnen lassen. Das Ganze geht entweder hier über dieses Menü, dass wir quasi sagen können, ja, rechts und links, oder halt über dieses Menü und dann hier sagen, ja, rechts entriegeln. Ist genau dieselbe Funktion, aber ist halt hier nochmal in so einer Art Head-Up-Display. So, und ja, wir fahren heute mit der S-Bahn München, Baureihe 423, oder wie es im Spiel heißt. Schließen Sie die Türen. Genau, oder wie es im Spiel heißt, 423. Die sagen da die Nummern einfach oder einzeln an. Und jo, wir schließen die Türen, so auch unsere zum Führerstand und dann geht's los. Von hier aus werden Sie zur nächsten Haltestelle München-Leim geleitet. So, heute ohne PZB, ohne LZB und ohne SIFA scheinbar. Instrumentenlicht hätte ich ganz gern noch. Wieder die Frage, wo ist das Instrumentenlicht? So, erstmal mit 60 raus. Ja, der Anzeiger für den verkürzten Bremsweg leuchtet mal wieder. Das ist eigentlich am KS1 anzeigenden Hauptsignal nicht der Fall. Jedenfalls nicht in der Realität. Und ja, mit der Taste I kann hier die Beleuchtung hochgestellt werden und mit Shift I sicherlich wieder runter, oder? Genau. Das schaut doch wunderbar aus. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. So, mit 60 dürfen wir fahren. Und jetzt sogar gleich mit 120, okay. Ja, also irgendwie ist die Anzeige hier oben so ein bisschen komisch. Achso, wir haben die Aufgabe, den Schubbetrieb auf 0 gleichzustellen. Erstmal auf die 120 beschleunigen. Und dann gehen wir auf 0. So, wir sehen auch schon, in der Mitte des Gleises liegt ein LZB-Kabel. Für die Linienzugbeeinflussung. So, Neutralstellung. Es ist wichtig, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Falls Sie beginnen, die Geschwindigkeit zu überschreiten, fahren Sie etwas langsamer, indem Sie den Kombihebel in den Bremsbereich bewegen. Genau, wir müssen auf 100 runterbremsen. Und das können wir auch direkt tun. So viel Bremsen braucht man wirklich nicht. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Na, wir haben ja noch 800 Meter. So, in der Nullstellung lassen wir den. Und da kommt der Bahnsteig. Das heißt also für uns, runterbremsen. So, hier wieder KS1. Alles klar. Mit 60 am Bahnsteigsanfang, das passt auch wunderbar. Und dann öffnen wir gleich wieder in Fahrtrichtung links die Türen.
Ah, die LZB-Block-Kennzeichen stehen hier auch. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, haben wir die auf der Strecke München-Augsburg für den Train-Simulator eigentlich auch, oder haben sie die hier auf München-Augsburg im TSW 2 neu eingeführt? Müsste ich jetzt direkt mal nachgucken. Aber mir ist schon mal nicht bekannt, dass die irgendwie... Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten und... Ja, wir öffnen die Türen einfach. Nee, also draußen auf der Strecke weiß ich, dass auf der Strecke München-Augsburg im Train-Simulator keine Blockkennzeichen stehen. Aber wie das hier im Bahnhofsbereich um München Hauptbahnhof aussieht, das weiß ich leider nicht. So, nicht einsteigen steht hier eigentlich noch dran und irgendwie staunen sich auch die Menschen so. Aber eine Sache freut mich sehr, sehr doll. Und zwar haben wir hier scheinbar ein paar neue Personen mit drin. Zumindest die Kleidung habe ich von denen hier noch nicht gesehen. Schließen Sie die Türen. Jo, mach mal. Dazu müssen wir aber zuerst selbst einsteigen. Und einmal kurz durch die S-Bahn rennen. So, der kriegt wieder die Tür daneben geknallt. Zu damit, die auch zu. Und hinsetzen. Und ab die Post. Und los geht's. Fahren Sie diesen Zug dieses Mal ohne Anleitung zur nächsten Haltestelle München-Hirschgarten und testen Sie einmal, wie Sie klarkommen. Na klar, das kriegen wir hin. Am liebsten noch mit PZB. Und dann wäre das überhaupt kein Problem. So, können wir hier drüben irgendwie für die Sprechstelle was bedienen? Lautsprecher lassen sich leider auch nicht anklicken. Das wäre halt echt noch cool, wenn du einfach dann so, ich sag jetzt mal aus Spielerei, das Mikrofon dann zu dir hinziehen würdest und irgendwas reinsprechen könntest. So nach dem Motto, ja, wir machen jetzt mal eine Zugdurchsage für den nächsten Bahnhof. Das wäre echt noch geil. So, Hirschgarten in circa 1 Kilometer. Wir haben, ja, 100, die wir fahren dürfen. Oh, nee, gleich nur noch 90. Wir tun mal so, als hätten wir eine PZB an Bord. Und dann sind es gleich nur 600 Meter. So, da leuchtet es schon auf HP0 erwarten. Wie gesagt, wir haben die PZB aus, aber wir tun trotzdem so, als wäre sie aktiv. So, ein bisschen steiler reinbremsen. Na komm. Und auf der rechten Seite hier nochmal das ICE-Werk. Kurz auslösen nochmal und dann neu rein. Genau, die Türen werden auch hier wieder in Fahrtrichtung links geöffnet. So, lassen wir sie alle rein und raus. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz gucken, können wir hier die PZB irgendwo an einem Schaltkasten oder ähnlich einstellen. Ach, wahrscheinlich hier drüben. Da können wir uns auch direkt hinsetzen. Und PZB genau hier oben. Störschalter auf aus. PZB-Störschalter auch auf aus. SIFA. Ach komm, nehmen wir heute mal mit. Genau. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ach so. Damit endet das Tutorial wahrscheinlich schon. Okay, dann machen wir das so. Fortfahren und weiter zum nächsten Szenario. So, ein wunderschönes Herbstbild hier. Das müsste doch die British Class sein, ne? So, Waschfahrt. Heute geht es mit der 423. Wobei, nee, Waschfahrt wahrscheinlich mit dem ICE. Genau, mit dem ICE in die Waschanlage. Willkommen beim Betriebswerk München-Leim. Sie fahren diesen Zug ICE3 nach Augsburg. Bereiten Sie den Zug zuerst für die Abfahrt nach München Hauptbahnhof vor. Sie werden durch die Zugwaschanlage fahren. Wunderbar. So, dann können wir auch direkt loslegen. Einmal nach links, einmal nach rechts geguckt. Da ist überall frei und deswegen können wir hier direkt übers Gleis stapfen und in den Zug rein. Machen wir heute mal Bereitstellungslokführer hier. So, einsteigen, Stufen hinauf und dann die Türe wieder hinter uns schließen. Dazu auf den roten Knopf gedrückt und der grüne natürlich zum Öffnen.
Aber hier in Transom World, da funktionieren beide. So. Auch hier wieder Türe zu. Dann, ganz wichtig, für uns PZB und LZB einschalten. Zack. Und zack. So, die Türe wieder zu. Dann, weiter geht's. Wir schalten mal hier ganz kurz die Instrumente ab an der Seite. Dann, Vorwärtsfahrt auswählen. Der Stromnehmer ist schon oben. Hauptschalter ist eingeschaltet. Der Zug sagt Störung, das ist auch normal. Und, jo. Genau, die ist noch gesperrt, die Federspeicherbremse. Jetzt ist die Federspeicherbremse gelöst. Genau, wenn das Blinken aufhört. Und dann können wir direkt los. Freie Fahrt. Die Fahrdienstleitung hat damit schon zugestimmt. Und ja, ich denke mal, die Anmeldung für unseren Zug ist an der Stelle auch schon raus. Demnach abfahren. So Sachen wie Bremsprobe und so weiter können wir hier im Simulator echt vergessen. Das ist wirklich für dieses Spiel echt keine Thematik. So, die 85 blinkt, alles klar. Und wir dürfen hier auch mit... ja, gut 40 fahren. So, ein bisschen noch die Leistung hochziehen. Ungefähr, wie gesagt, auf 40. Und dann nehmen wir hier die Leistung direkt wieder raus. Ja, normalerweise würde ich mal sagen, dass das Ganze hier als eine Rangierfahrt erfolgen würde in echt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es eine Zugfahrt ist. Und fahren dann eben bis in die Waschanlage. Ganz interessant wird es auch noch, wenn wir in die Waschanlage einfahren. Dort dürften wir, dächte ich, nur mit 5 km pro Stunde durch. Und... ich weiß jetzt gar nicht, ob die AFB hier im ICE 3, zumindest im Transom World, ob da eine entsprechende Waschfahrt vorgestellt ist. Auf jeden Fall haben wir ja die Möglichkeit, hier mit 2 km/h und 5 km/h dann durch die Waschanlage durchzufahren. Die 10 km pro Stunde könnten schon wieder zu schnell sein. Zumindest dann, wenn eben die Waschanlage ja, am Waschen ist. So, wir werden jetzt unter der großen ja, Überführungen durchgeführt. Das müsste jetzt hier oben sämtliche Gleise sein, die Richtung Hauptbahnhof oder München-Pasing gehen. Sein, genau. Okay, gilt nicht für uns das Gleissperrsignal. Ich wollte schon sagen. So, ganz wichtig, und das ist schön heimtückisch, eine einzelne Vorsignaltafel. Die gilt so viel wie halt erwarten. Schön, und das funktioniert auch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass in Transom World auch die einzelne Vorsignaltafel so gut mit implementiert wurde. An der Stelle Respekt an DTG. Das haben sie sehr, sehr schön gemacht. So, wir haben keinen Halt zu erwarten. Wir haben freie Fahrt und ja, dann Halt zu erwarten. Und wir können auch an der Stelle mal die PZB noch, die... na, ach, der nimmt das so nicht an. Die AFB einschalten. Nochmal Leistung ganz kurz raus. V-Soll-Freigabe. Grundbild. Nein, 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 nein. Nicht langsamer werden. Ich möchte 40 fahren. So, wir können es auch auf 30 lassen, aber... komm, wir nehmen 40. Das macht sich besser. Alles klar, und auch hier dann wieder Halt erwarten und erstmal noch freie Fahrt. So, Licht ist auf der höchsten Stufe und dann geht's hier in den Tunnel rein. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir verirren uns mit dem ICE. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hier rauskommen werden, weil ich kenne das eigentlich so, dass die Waschanlage in Fahrtrichtung des Hauptbahnhofs auf der rechten Seite ist bei der Einfahrt. Und bei der Ausfahrt eben auf der linken Seite. Aber wir dürfen gespannt sein, wo wir hingeführt werden. Die Fahrdienstleitung wird das schon wissen. So, Gleissperrsignale stehen auf Weiterfahrt. Zumindest noch. Das wird dann nämlich auch nochmal interessant. Wenn wir jetzt hier vor der
Nee, wir kriegen vor der Waschanlage nicht nochmal HP0. Gut, dann nochmal ein bisschen mehr Leistung. Und rein mit dem Zug. Wir haben übrigens auch heute den ICE mit dem grünen Klimaschützerstreifen. Deutschlands schnellster Klimaschützer. Baureihe 403. Der Zug selber hat bis zu 330 km pro Stunde, die er theoretisch auf den Tacho bringen kann. Steht auch hier unten nochmal VMAX 330. In Deutschland natürlich wieder mal nicht ausgefahren. Ne? In Deutschland fahren wir maximal 300. So, und laut der Anzeige dürften wir da jetzt eigentlich mit 50 durchfahren. Aber damit ist 5 km pro Stunde gemeint. Müsste man dann irgendwie ein bisschen anders signalisieren eigentlich. So, wir lassen den Zug mal ganz kurz hier vor der Waschanlage anhalten. Zack. Gehen nochmal in die AFB rein. Wählen hier 5 km pro Stunde und wechseln aufs Grundbild. Die AFB, genau, ist weit genug durchgedrückt, hat sich auf 5 km pro Stunde festgelegt. Wir schalten Leistung auf und rollen damit in die Waschanlage rein. Die Federspeicherbremse ist gelöst. Ja, das ist richtig. Die ist gelöst. Sie ist gelöst, lieber ICE. Du darfst fahren. Ich erteile dir dieses Recht. So, und das macht er jetzt auch. Rein in die Waschanlage. Und das ist wie bei der Autowäsche jetzt gleich. Oh, geil, da kommt sogar dieser Sound mit durch. Das ist ja geil. Normalerweise sprüht und nebelt es hier drin richtig. Wie man es eben ja auch aus einer Autowaschanlage eben kennt. So ein paar Andeutungen von Wasser, was rumgeschleudert wird durch diese Walzen, wird auch angedeutet. Aber ich habe das ein bisschen cooler in der Erinnerung. Warte mal, wieso kommt denn da jetzt gerade? Ach, die Bürsten kommen sogar rein. Also das ist auch mit Innenraumreinigung hier. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen ein Fail, würde ich sagen. Aber trotzdem, es ist schon mal schön, dass wir hier hineinfahren können und dass sogar diese geilen Geräusche mitkommen. So, und dann glänzt unser ICE wieder wie am ersten Tag. Na gut, nicht ganz, aber einigermaßen. Wobei das ja sogar die ICEs in Transit World eigentlich immer tun. Also ich habe da noch nie einen dreckigen ICE gesehen. Auch bei den anderen Loks, die strahlen immer alle, als wären sie gerade aus der Lackiererei rausgefahren. Haha, das sieht cool aus, echt. Zack und wieder rein. Da gehen wir auch direkt mit in den Tunnel. Ja, und hier unten haben wir so kleine Gitterchen, sag ich mal. Die dienen eben dazu, dass quasi das Wasser, was hier versprüht wird, was auf dem ICE herabregnet und dann auch den Zug halt dadurch reinigt, dass das wieder aufgefangen wird und dann quasi wieder für die nächsten Züge aufbereitet und wieder als entsprechendes Waschwasser verwendet werden kann. Die Walzen sind wieder aktiv. Drehen sich hier rechts und links. Und oben müsste es eigentlich wirklich noch ein ganzes Stückchen tiefer sein, was da an Nebel und so weiter runterkommt. Also Regen halt. Und der dann eigentlich den Zug waschen würde. Also ICE-Waschanlage ist schon echt cool. Und die Züge mit einem entsprechenden Lichtraumprofil, die können da auch problemlos eigentlich rein. Man sieht auch hier an den Seiten schon so, das ist halt diese, ich sag mal, Blechkonstruktion. Und dadurch soll halt vermieden werden, dass dieses Waschwasser nach draußen gelangt. Da klebt ja auch wirklich einiges an Chemikalien, denke ich mal, dran. Weil das wird nicht einfach nur eine normale Handwaschseife sein, wie wir das von zu Hause kennen. Sondern, ja, vielleicht auch mit Wachs oder irgend sowas. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
Also ähnlich eigentlich wie beim Auto. Da kannst du auch unterschiedliche Waschgänge auswählen. Ob mit, keine Ahnung, Wachsüberzug, ob Unterbodenreinigung, am Ende nochmal eine Politur oder vielleicht auch nochmal jemand, der dann mit dem Kärchen nachhilft. Das gibt's ja da auch alles. Und genau dasselbe machen wir halt heute hier für Züge. Und ich sehe auch gerade, Oberleitung könnte hier echt so ein Problem werden, ne? Die gibt's nämlich hier drinnen gerade gar nicht. Keine Oberleitung hier drinnen. Und trotzdem ist da Strom da oben. Uiuiui, das backt aber teilweise echt stark rum. Jetzt sehen wir die Waschanlage von außen erstmal. Und da vorne kommen wir aus dem Tor heraus. Frisch geputzt. Aber ja, wie gesagt, diese 5 hier, nee. Also, wenn du damit 50 durchfährst, ich möchte nicht wissen, was bei den Walzen abgeht. Aber gut wäre das nicht. So, und auch hier heißt es jetzt eigentlich für uns wieder, wir müssen warten, bis der Zug komplett aus der Waschanlage raus ist. Erst dann dürften wir schneller fahren. Was ist denn das hier vorne eigentlich drin? Haben die da irgendwie bei den Lampen so einen Fail? Nee, scheinbar nicht. Das ist nur der Lufteinlass, der hier ein bisschen komisch dargestellt ist. So, Licht nochmal ganz kurz. Nee, dimmen nicht aus. Genau, Stufe 1. Bremse ist in Lösesteuerung noch. Jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz gucken, auch wie die das hier gelöst haben mit der Oberleitung. Weil die hört, ja, die hört hier jetzt für den Simulator einfach auch auf. Ja, wie gesagt, in echt nicht so. Da ist die eigentlich durchgezogen. Und was ich jetzt echt noch cool finde, wenn sich die Türen dann hier am Ende schließen. Müssen wir unbedingt mal gucken. So, unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahrend. 30 Pluspunkte wieder für uns. Und dann halten wir in München Hauptbahnhof an. In 1,2 Kilometern. Passend natürlich auch hier zur Hektometertafel, weil, ja, 00 ist natürlich entsprechend Streckenende am Prellbock. Zwar nicht ganz, aber ich glaube, das 00-Schild steht im vorderen Bahnsteigsbereich. So, da kommt auch der Stromhimmel wieder mit raus. Ganz ehrlich, wäre da drin kein Fahrrad, hätten wir den da drin verloren. Da hätten wir schon ein Problem damit bekommen, wenn eben keine Oberleitung drüber ist, weil dann drücken die sich in der Regel bis zum geht nicht mehr durch und ja, dann sind die leider kaputt. Deswegen, man darf auch mit einer Elektrolokomotive nicht irgendwie in einen Abschnitt reinfahren, wo einfach nur keine Oberleitung ist und dann trotzdem den Stromabnehmer hochmachen, geht nicht gut aus. So, der Zug ist raus, aber die Türchen hier, die schließen sich leider nicht. Nö. Gut, dann können wir den Waschgang wieder rausmachen. Gehen wir in die AFB hinein, gehen auf V-Soll-Freigabe. Der Zug wird automatisch natürlich wieder schneller. Und dann wieder aufs Grundbild gewechselt. Ja, diese Eingabe halt bei der AFB vom IC3, die ist nicht so ganz, ich würde mal sagen, ideal implementiert worden. Weil wir haben da zum Beispiel auch das Problem, wenn wir in der LZB fahren, dass der Zug quasi nach dem Befreien, wenn eben das LZB-Ende quittiert wurde, dass der Zug dann verlangt, dass wir eben hier in die AFB-Daten reingehen, die AFB komplett deaktivieren, wieder aktivieren und dann quasi wieder aufs Grundbild wechseln. Und in echt hast du eigentlich, wenn du dich aus der LZB befreist, drückst du kurz dein Freitasterchen, dann ziehst du den AFB-Hebel runter auf 0, drückst wieder hoch auf die gewünschte Geschwindigkeit, sobald der das Ganze akzeptiert hat und jo. Dann kann es eigentlich weitergehen. Aber hier, es ist halt relativ umständlich im Simulator. Ich bin mal gespannt, ob die das Ganze auf der Hauptstrecke draußen, da werden wir dann auch unter LZB-Führung fahren, ob das da gleichermaßen problematisch ist wie auf der Strecke Köln-Aachen.
Weil so wie es auf Köln-Aachen bisher lief in den Videos, nee, so ist es nicht. Also du ziehst eigentlich normalerweise deinen AFB-Hebel kurz auf 0, wartest, bis das im Führerstandsdisplay auch entsprechend signalisiert wird, drückst ihn dann wieder nach vorne auf meinetwegen VMAX 160 oder so, je nachdem, was halt zugelassen ist, und dann fährst du mit der Geschwindigkeit eben weiter. Aber du deaktivierst die nicht extra nochmal im MMI-Display hier. Das ist halt wirklich ja, so eine Erfindung hier für den Simulator. Gut, mit 30 fahren wir gleich ein. Da sollten jetzt auch nicht nochmal Zwischensignale kommen. Deswegen können wir die Geschwindigkeit direkt anwählen. Zack. Ja, wieso hat denn jetzt der Leuchtmelder für Bugklappe vorne aufgeleuchtet? Die soll bitte geschlossen bleiben. Bleibt sie auch. Sehr gut. Jo, und dann heißt es für uns einmal runterbremsen. Denn dort vorne kommt ein Prellbock. München Hauptbahnhof ist Kopfbahnhof. Da geht's nicht weiter. Und wenn, dann ja, geht's weiter, aber mit Feuerwehreinsatz. Also wenn du da durch den Prellbock durchbretterst, da wird's unangenehm. Da heißt es dann gleich wieder Großeinsatz am München Hauptbahnhof. So. Schön bis nach vorne fahren und dann hier die Fahrgäste gleich zusteigen lassen. Genau, Türen entriegeln auf der rechten Seite. Klappt das hier? Links schließen, rechts öffnen? Ja. Wunderbar. So. Federsprechbremse anlegen, bitte. Na, jetzt. Federsprechbremse legt an, ist angelegt, genau. Bremse geht in Lösestellung. Wir deaktivieren das Führerpult hier drüben gleich noch. PZB und LZB auf Störschalter, bitte. Klappe machen wir gleich wieder zu. Und jo, dann hier auf 0. Funktioniert jetzt sogar auch. Geil. Okay. Alles klar. Aufstehen, die Türe auf, die Türe zu, die Türe auch hinter uns zu und dann geht's rüber. Ach so. Was wollen sie denn hier schon wieder? Ja, die Federspeicherbremse ist angelegt. Ich habe mich darum gekümmert. Das ist halt immer dann so das Problem, wenn man sich nicht da oben genau an diese Anweisungen hält, dann kommt der Simulator da ein bisschen durcheinander. So, als Lokführer gehen wir auch an der Stelle außen lang. Weil innen drin möchte ich mich jetzt nicht durch die einzelnen Abteile kämpfen. Eine Tür nach der anderen öffnen. Wir können gerne hier nochmal im Bordbistro rein. Ist sowieso mein Lieblingswagen im ganzen Zug. So, da haben wir hier diese wunderschöne, diese wunderschönen Sitzgarnituren. Und dann hier drüben einmal den Bestellbereich. Genau. Hier so diese Theke, wo man dann quasi das Essen abholen kann. Auch hier die Stehtische mit drin. Und jo. Der typische Aufbau des Bordbistros. Zweite Klasse Bereich, alles. Und jo. Der Rest des Zuges ist genauso aufgebaut. Deswegen watscheln wir nach vorne. Und setzen uns auf den Lokführersitz. Treppenstufen rein. Tür auch hier wieder zu. Schließt auch. Achso, nee. Die soll offen bleiben. Egal. Ist eigentlich egal, weil wir können ja dann sowieso nochmal mit dem Türschließbefehl die Türen auf der gesamten Zugseite schließen. PZB an, LZB an, Türchen zu. Federspeicherbremse lösen. So, wird gelöst, solange es blinkt. Deswegen schnell Fahrtrichtungsänder nach vorne und Bremse anziehen.
Das ist normal. Das ist normal. Ja, Wirbelstrombremsen sind gesperrt. Alles klar. So, folgen Sie der Vorgehensweise, um den Führerstand einzurichten. Ja. Es steht wieder nicht da, was genau gemacht werden soll. PCB ist aktiv, LZB ist aktiv, AFB möchte ich gerne noch haben. Knips. AFB. Ja. So, jetzt hat sie sich gefangen. Wir wechseln aufs Grundbild, stellen VMAX 40, oder? Ja, VMAX 40 ein, genau. Einfahrt war mit 30 und die Ausfahrt mit 40, dächte ich. Stromnehmer müsste oben sein, ist er auch. Fahrradspannung 15 kV, Hauptschalter eingeschaltet, wunderbar. Wir sind also abfahrtsbereit. Die Zugbremse gehen wir mal auf B1 oder 1B. Und dann können wir eigentlich gleich los, genau. Noch warten, bis eben die Türen geschlossen werden können. Und zwar die Abfahrt ist dann 7.46 Uhr. Da haben wir noch rund 3 Minuten. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal ganz kurz vor die Tür des Zuges. Und dann geht es auf jeden Fall im nächsten Teil weiter. Nämlich einmal bis nach Augsburg rüber. Aber die heutige Fahrt, die wird an dieser Stelle enden. Und damit natürlich auch das Video. Ich bedanke mich erstmal ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zugucken. Und wenn du dich auf weitere Fahrten mit dem ICE3 mit der Baureihe 423 aus Transworld 2 freust, dann signalisiere mir das gerne unter dem Video mit einem Däumchen nach oben, einem kurzen Kommentar oder ja, etwas anderem Schönen. Und in dem Sinne sage ich danke nochmal fürs Zusehen, gerne den Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.